So ist es. Gute, Servus und Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. So ist es. Heute mit dem Titel Unsere Angst vor Gott. Und ja, mein Name ist Jörg Kühn und neben mir sitzt heute der Mann, oder wir sind heute digital miteinander verbunden. Ja, ein Fan von Andy Wolf. Julian, grüße dich. Ja, grüße dich, grüße euch da draußen. Ja, also ich muss sagen, also so Handball finde ich schon irgendwie cool. Also ich muss sagen, so Bundesliga und sowas gucke ich gar nicht und Champions League auch nicht. Aber wenn große Turniere sind, dann verfolge ich unsere Deutschen schon immer gern. Und ich muss sagen, Andy Wolf ist für mich wirklich, ich gucke Handball und denke mir jedes Mal wieder so, ich finde den Typ einfach geil. Also der Mann, der was der auf der Linie da wegholt, das ist so krass. Also ich glaube, wenn, obwohl den anderen finde ich auch gar nicht schlecht, die Nummer 1, die wir noch haben. Aber ich finde, wenn Andy Wolf spielt, das ist einfach, das ist eine Qualität, die ist krass. Also da bin ich immer jedes Mal fasziniert. Ja, ich glaube, es geht aber vielen, gerade jetzt hier in unserem Land so, dass Handball ist jetzt nicht der Topsport, also ist schon noch beliebt, aber ich glaube, dass so WM und EM, die immer im Januar dann sind, dass da viele dann einschalten. Und jetzt natürlich bei uns in unserem Land, ne, jetzt war ja dieses Riesenspektakel Düsseldorf, oder? Ja, genau. Mit über 50.000 und es geht schon gut ab. Also Handball, ne, wir zwei sind ja eigentlich eher die Fußballer, aber Handball ist schon noch mal was. Da wird nicht viel gemeckert, da geht schnell hin und her, da gibt es keine Pausen so. Das ist schon nochmal ganz anders wie Fußball und kann auch mal, also ich mag das dann auch. Und jetzt haben wir ja am Dienstag gegen Frankreich. Das war ja leider. Zwischenzeitlich dachte ich mir wieder, Wolf, geil gemacht. Und dann hat es hinten raus nicht gereicht. Aber heute geht es gegen Island, ne? Also schauen wir mal, was da heute passiert. Ja, ich finde den Spät, also die Nummer 1, auch nicht so schlecht. Aber ich muss schon sagen, der Andy Wolf, das ist für mich jemand, der da wirklich, da denke ich mir jedes Mal, wenn ich das gucke, Junge, 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 der hat Reflexe, das ist schon echt krass. Also ja, der Mann. Ja, halt voll rein. Und, ja. Und das passt so ein bisschen halt zu unserem Thema. Denn wenn ich so denke, so dieser Handball, der ist ja auch ganz schön schwer. So als Tormann, da darf man keine Angst haben. Ne? Ja. Und heute so unser Thema, unsere Angst vor Gott. Ja, das ist natürlich, die sollte man natürlich nicht haben. Aber wir sind heute bei der 7. Gabe. Und da haben manche, verstehen die ganz falsch. Denn wie heißt die? Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Gabe der Gottesfurcht. Das ist die letzte Gabe, die wir haben. Und da haben wir zu Beginn natürlich wieder ein Zitat von Papst Franziskus dabei, ne? Sonst wird die Folge ja gar keinen Sinn ergeben. Und der sagt nämlich über die Gabe der Gottesfurcht Folgendes. Sie macht uns zu überzeugten, begeisterten Christen, die sich dem Herrn nicht aus Furcht unterwerfen, sondern weil sie von seiner Liebe bewegt und ergriffen sind. Ja, schön ist das 7. Zitat, ne? Wir haben ja jetzt zu jeder Gabe ein Zitat gehabt und der trifft schon immer ganz gut. Und wie gesagt, diese Gottesfurcht, für viele kommt es auch noch von unserem älteren Glauben her, ne? Diese Angst vor Gott und wenn du jetzt nicht betest oder wenn du nicht im Gottesdienst bist, dann wirst du bestraft, so dieser strafende Gott, ne? was vielleicht immer noch manche Großelterngenerationen so ein bisschen, glaube ich, in sich tragen, was aber Gott sei Dank mehr und mehr verschwindet. Und der Name ist so ein bisschen, ja, Gottesfurcht, das kann man dann auch leicht falsch verstehen, dass es da auch wieder um die Angst geht. Aber so ist es ja nicht, so wie der Papst Franziskus jetzt ja auch sagt. Es geht um einen ganz anderen Glauben, ne? In Freiheit zu glauben und nicht aus Angst. Ja, es geht auch vor allem ja darum, eben nicht die Angst vor Gott zu haben, sondern man könnte den Begriff Respekt vielleicht auch benutzen. Ne? Also einfach zu sehen, wie groß Gott eigentlich wirklich ist, wie groß seine Liebe ist und einem noch auch mal bewusst zu machen, das ist nicht einfach irgendein Mensch, der hier ist oder irgendwas, was so ein bisschen größer ist als wir, sondern das ist etwas, was eigentlich gar nicht beschreibbar ist, weil es eben so groß ist. Ja, Respekt oder auch Ehrfurcht, in der Gottesfurcht so auch von der Ehrfurcht, dass wir uns so ein bisschen auch zurücknehmen, so wie als Menschen, ne? Was wir im Moment, ja, natürlich in unserer Gesellschaft sind oft mittlerweile, ne, das Individuum und der Einzelne, der ist wichtig. Aber wir merken ja manchmal bei manchen Regeln, wenn einer irgendwie ein Problem hat, dann ist es für alle auf einmal das Problem. Und bei der Gottesfurcht geht es eigentlich wirklich darum, eine gewisse Demut auch zu zeigen. Auch das ist so ein älteres Wort, ne? Demut, Ehrfurcht. Ne? Aber das sind ganz wichtige Eigenschaften, nicht nur im Glauben, sondern auch in unserem menschlichen Miteinander. Sich irgendwie auch so ein bisschen eher zurücknehmen und irgendwie einsehen, dass wir Menschen eben, wir kriegen es manchmal nicht auf die Kette, weil wir es nicht können. Und wir können eben nicht alles. Ja, es geht halt auch, wie du schon sagst, darum, sich eigentlich mal nicht so wichtig zu nehmen. Einfach nicht zu denken, dass man der Allergeilste ist und der Allerwichtigste, sondern eben auch anzuerkennen, dass, wenn wir jetzt beispielsweise auf die Schöpfung schauen, dass das natürlich auch ein Geschenk Gottes ist, ne? Dass das eigentlich, was wir hier haben, irgendwie dann doch das Wichtigste ist. Und gleichzeitig heißt aber auch Gottesfurcht natürlich auch so ein bisschen die Gebote, die Gott uns mitgibt, auch zu respektieren. Also es geht nicht darum, dass
Gott der Regelmacher ist und der sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, ne? Was ja oftmals im Alten Testament eher vielleicht auch so ein bisschen tituliert wird mit den Geboten und so weiter, sondern auch das zu respektieren und zu schauen, wieso sind diese Gebote gegeben, wieso haben wir diese Regeln und gleichzeitig eben auch dann anzuerkennen, das hat schon seinen Sinn und Zweck da auch. Genau, ja, das anzuerkennen und diesen Glauben an einen größeren Gott. Und so ist dann die Gottesfurcht so wirklich so dieses Jahr, ich liebe da jemanden, der größer ist als ich, oder ich bete ihn auch an, oder ich halte ihm auch die Treue so. So, das ist so diese Gabe der Gottesfurcht, die vielleicht mehr und mehr, und eine ganz schwierige Gabe ist jetzt gerade in unserer heutigen Zeit, weil wir von Dingen abgelenkt werden und eher gesagt wird, warum sollst du jetzt gottesfürchtig sein? Weil wir Menschen, wir brauchen ja Gott in dem Sinne nicht. Und das ist genau eigentlich das Gegenteil, sondern ja, dass wir wieder mehr drauf schauen, für was eigentlich Gott, ne, der uns geschaffen hat, der diese Welt, diese Natur, so alles so im Gleichgewicht versucht zu halten und wir das geschenkt bekommen haben, dieses Leben. Und eben nicht so dieses, ja, Arrogante oder so, ne? Als Bayern-Fan fällt es mir ja manchmal auch schwer oder so. Es war eine coole Doku von Wembley. Von der Generation Wembley bei Amazon kann ich nur empfehlen. Und da sagt der Van Gaal so schön, ich bin arrogant und also. Und das wollen wir aber nicht. Ne? Wir wollen eine Demut haben in unserem Glauben. Wirklich sich nicht kleiner machen, als wir sind, weil Gott macht uns auch groß. Aber ne, deswegen ist auch die Kniebeuge. Wenn ich den erstkommenden Kindern erkläre, ne, warum machen wir eine Kniebeuge? Das hat wirklich auch damit mit der Gottesfurcht zu tun. Dass wir sagen, wir knien auch kurz nieder, machen uns klein vor Gott. Aber mit ihm stehen wir auch wieder auf. Das finde ich ein schönes Zeichen auch der Gottesfürchtigkeit. Ne? Also wenn jemand eine Kniebeuge wieder mal macht in Richtung Tabernakel, dann kann man an die Gottesfurcht denken. Ja, und ich glaube, da anschließend auch so ein bisschen dran, wie du schon sagst, man steht mit Gott auf. Wir haben ja oftmals auch diese Situation, wir verstehen nicht immer, was Gott für einen Plan mit uns hat, aber dass eben auch Gottesfurcht so ein bisschen zeigt, Gott hat einen Plan mit uns und wenn wir ihn eben respektieren, so wie er ist, dann können wir auch mit ihm diesen Weg gehen und vielleicht verstehen wir dann hinten raus auch, warum Gott diesen Weg mit uns geht. Also ich habe jetzt letzte Woche mit meiner Familie hier den Film über Philipp Mickenbecker geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Ein junger Mann, der früh an Krebs gestorben ist, mit Anfang 20, 23 war er, glaube ich. Und der zu Beginn seines Lebens, hat er auch gesagt in dem Film, eigentlich mit Glaube so gar nichts anfangen konnte, weil seine Eltern dann doch sehr streng eben nach ja, diesen christlichen Regeln gelebt haben. Also du musst, du musst, du musst, du musst den Respekt haben und sowas. Und er dann durch seine Krebserkrankung angefangen hat, in der Bibel zu lesen und dann doch eher den Glauben wieder für sich gefunden hat. Und der, so habe ich das auf jeden Fall erlebt, ich kann ihn ja jetzt nicht privat, aber so wie ich ihn in den Filmaufnahmen gesehen habe, doch auch immer wieder gezeigt hat, so ja, ich leide hier und ich habe Schmerzen und ich kann nicht alles unbedingt verstehen, aber ich weiß, dass Gott irgendeinen Plan dafür mich hat. Ne? Und er hat dann viel über seinen Glauben auch gesprochen. Und da muss ich natürlich auch ganz klar sagen, das finde ich dann cool, wenn jemand so auch fest an seinem Glauben festhalten kann. Und auch diesen Plan mitgehen kann, auch wenn man da manche Sachen nicht versteht und dann trotzdem auch nicht den Hass irgendwie auf Gott hat, zu sagen, du lässt mich leiden, warum ist das alles so schrecklich, sondern ganz klar zu sagen, hier, mir tut es weh und ich habe Schmerzen und es kann jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen und meine Freunde leiden mit mir, meine Familie leidet mit mir, aber trotzdem vertraue ich darauf, dass du einen Plan für mich hast. Und das zählt natürlich auch in diese Gottesfurcht ganz klar mit rein. Ich glaube, so können wir auch mit dem Thema jetzt der Gottesfurcht auch gut abschließen, mit dem wir verstehen nicht alles, aber wir vertrauen trotzdem auf den Plan Gottes. Ja, Julian, wir haben jetzt 7 Gaben der letzten 7 Wochen, ne, uns angeschaut. Ne? Wir haben die Weisheit gehabt, die Einsicht, den Rat, die Erkenntnis, die Stärke, die Frömmigkeit und jetzt heute die Gottesfurcht. Ja, und wir haben gedacht, jetzt, wir haben schon lange keine Umfrage mehr, aber jetzt passt es wieder mal sehr gut. Schaut mal, wenn ihr jetzt die letzten Folgen auch geschaut habt oder gehört habt, genau, oder wenn ihr jetzt noch nicht alle gehört habt, könnt ihr noch mal gerne reinhören. Was ist denn so eure Lieblingsgabe? Das würde uns mal interessieren. Ja, wenn ich so schaue, fällt es mir auch schwer. Ich muss da auch noch mal so drüber nachdenken, ne, wenn ich so auf die Gaben schaue. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder bei der Umfrage hinein, was ist denn eure Lieblingsgabe oder vielleicht auch die Gabe, die euch vielleicht auch besonders wichtig ist oder vielleicht, ne? Einfach mal so zu überlegen, was spricht mich da gerade am meisten an? Und dann schauen wir mal nächste Woche nochmal kurz, welche Gaben da so genannt wurden. Ja, wie gesagt, falls ihr die Folge über YouTube hört, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Macht gerne Werbung für unseren Podcast. Wir haben bald die 100 Folgen voll, ne? Wir bewegen uns Richtung die 100. Da müssen wir mal gucken,
wie es dann weitergeht, was wir noch für schöne Themen haben. Wir haben schon ein paar Themenvorschläge bekommen. Falls ihr natürlich da auch noch Vorschläge habt, dürft ihr natürlich immer gerne auf uns zukommen, uns irgendwie schreiben oder uns Bescheid geben, wenn ihr sagt, ihr habt da irgendwas mal gehört, irgendein Thema oder sowas, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal drüber reden. Ich fand es jetzt ganz lustig, neulich bei Wer wird Millionär war eine Frage, wo noch ein Papstpalast steht. Und dann waren so verschiedene Städte. Und durch Kirchengeschichte wusste ich, dass er in Avignon steht. Und dachte mir so, geil, hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, wenn ich nichts mit Theologie studiert hätte. Aber durch Kirchengeschichte wusste ich, cool, steht noch einer in Avignon. Also falls ihr mal irgendwelche Fragen oder irgendwas lest oder hört, wo ihr sagt, hier, da könnt ihr gerne mal drüber sprechen, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind da immer offen für Themenvorschläge, ne? Nächste Woche geht es aber weiter mit einem neuen Themenblock auch. Und die Folge heißt To-Do-Liste. Sind wir auch mal gespannt, was denn so für uns als Christen, das ist auch eine ganz spannende Sache, diese To-Do-Liste, um welche To-Do-Liste es sich da handelt. Und so wünschen wir euch heute vielleicht einen schönen Handballabend, ne? Schön zu Hause, die Stimmung ist gut und einfach eine gute Restwoche, dann ein gutes Wochenende. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Jawohl. Und Steffen, so dann sagen wir am Ende noch, bleibt. gottesfürchtig. Ciao, ciao. Ciao.